Ich erinnere mich noch sehr gut an den November 1989. Ich war in einem Landhaus des Priesterseminars Trier und habe dort erfahren, dass die Mauer fällt und konnte das kaum fassen, weil ich nie damit gerechnet hatte. Am anderen Tag saß ich zusammen mit einem Luxemburger Priester und merkte, wie skeptisch der diese Erfahrung aufgenommen hat, denn es bleibt immer noch, und das ist bis zur Stunde so, eine gewisse Reserve gegenüber uns Deutschen. Deswegen bin ich so froh, dass Kohl immer gesagt hat, das vereinigte Deutschland gehört in ein vereintes Europa. Ich habe jetzt endlich Gebiete besichtigen und besuchen können, wo ich mir als Schüler niemals geträumt hätte, hinzukommen, weil ich dachte, die DDR wird immer bleiben, du wirst die Grenze nie überschreiten. Und deswegen ist das schon auch ein wirklich positives Erlebnis. Ich wünsche mir ein Deutschland, in dem es nicht populistische Tendenzen, keine Fremdenfeindlichkeit gibt, wo Menschen friedlich miteinander leben können, ganz gleich welcher Religion und welcher Ursprungsnationalität sie angehören. Und ich wünsche mir ein Deutschland, das in Europa integriert ist und damit ein starker Partner überhaupt für die Entwicklung des Friedens in der Welt ist.